Nächster Redner ist der außenpolitische Sprecher der ÖVP, Reinhold Lopatka. Herr Präsident, Herr Außenminister, meine sehr geehrten Damen und Herren. Herr Außenminister, danke für die Ausführungen, aber vor allem für die klare Positionierung, die Sie für die österreichische Bundesregierung und ich glaube auch für uns hier klar zum Ausdruck gebracht haben. Ein starkes Österreich muss die EU aktiv unterstützen, den Frieden in Europa zu erhalten. Ja, wer stimmt dieser Aussage hier im Parlament nicht zu? Wohl niemand steht dazu im Widerspruch. Allerdings möchte ich schon anmerken, dass in den letzten Wochen natürlich vieles an der EU vorbeigelaufen ist. Der Außenminister hat es angesprochen. Es hat Verhandlungen gegeben zwischen den USA und Russland. Es hat Verhandlungen gegeben im NATO-Russland-Rat. Und für Österreich und für Wien wichtig, auch die OSZE, die Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa, ist in direkten Verhandlungen mit Russland gewesen. Die Europäische Union hat nicht direkt verhandelt, das muss man schon sehen. Dabei ist aber gerade die Europäische Union berufen, die Souveränität der Ukraine einzufordern. 44 Millionen Ukrainerinnen und Ukrainer sollten es in ihrer eigenen Hand haben, wie sie ihre Zukunft in ihrem Land sehen und wie sie sicherheitspolitisch ihr Land in Zukunft ausgestalten wollen. Mehr als 14.000 Menschen, es ist schon angesprochen worden, sind nach UN-Schätzungen in der Ukraine, im Donbass gestorben in den letzten Jahren. In den Auseinandersetzungen zwischen der ukrainischen Regierung, zwischen den ukrainischen Regierungstruppen und den von Russland unterstützten Separatisten. Jetzt geht es aber darum, einen großen Krieg zu verhindern, der auf dem Boden der Ukraine stattfinden könnte. Und hier hat die Europäische Union meines Erachtens sich stärker zu engagieren. Bisher sind es Frankreich und Deutschland im sogenannten Normandie-Format, die mit Nachdruck hier für eine Lösung dieses Konfliktes eintreten. Unser gemeinsames Ziel ist die normale Arbeit des Normandie-Formats und ein neues Treffen in diesem Format. Das hat die neue deutsche Außenministerin Annalena Baerbock vor wenigen Tagen in Moskau und zuvor in Kiew klar zum Ausdruck gebracht. Und ich sehe es auch als einen Schritt in diese Richtung, zum Dialog zu drängen, wenn unser Außenminister jetzt dann mit dem tschechischen und slowakischen Kollegen hier unterwegs ist, um auf diesen Dialog zu drängen. Denn Krieg kann hier nie die Antwort sein. Aber nach Einschätzungen von ukrainischen und westlichen Experten ist die Gefahr sehr groß. Putin hat 100.000 Soldaten an der ukrainischen Grenze zusammengezogen. Laut New York Times und US-Geheimdiensteinformationen ist er imstande, innerhalb kürzester Zeit hier 175.000 Soldaten aufmarschieren zu lassen. Jetzt auch die Truppenübungen in Belarus. Und auf der anderen Seite steht die Ukraine mit einer gesamten Truppenstärke von 200.000 Mann. Und nach den Gesprächen, die in Genf, die in Brüssel und auch hier in Wien geführt worden sind, ist leider die Kriegsgefahr nicht geringer geworden, sondern wahrscheinlicher. Und trotz unserer geografischen Nähe, die schon vom Außenminister angesprochen worden ist, tun wir uns schwer. Weil natürlich unsere Grundeinstellung, unser Politikverständnis ein anderes ist als das von Putin. Putin arbeitet mit Einschüchterung, Putin arbeitet mit militärischer Macht. Und obwohl die Europäische Union wirtschaftlich eine Weltmacht ist und für Russland ein wichtiger Handelspartner, sind wir natürlich militärisch hier nicht das Gegenüber, das Putin hier tatsächlich zum Nachdenken und zum Überdenken seiner Position bringen kann.
Und diese Krise muss auch ein Weckruf für die EU sein, um die Sprache der Macht zu lernen, wie es unsere Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen formuliert hat. Denn es führt kein Weg daran vorbei, dass die EU mehr ihre Verantwortung für die Sicherheit in unserer Nachbarschaft wahrnimmt. Und diesen Weg muss Österreich unterstützen. Was aber Österreich auch machen kann, und das tut das Parlament, dafür darf ich dem Präsidenten auch herzlich danken, dass wir auch konkret helfen. In diesen Tagen sind wieder 10 ukrainische Kinder hier, um sich zu erholen. Eine humanitäre Geste, ein wichtiges Signal, dass wir hier auch als Österreich gerade an die Kinder in diesem krisengeschüttelten Land ausschicken. Danke. Meine Damen und Herren, ich komme schon zum Schluss. Neben der EU ist gerade auch die OSZE gefordert. In der OSZE sind die USA, sind Russland, die Ukraine und alle EU-Staaten vertreten. Und die OSZE ist geschaffen worden, um Sicherheit in Europa zu bringen. Und die OSZE hat hier das Know-how. Und ich hoffe sehr, wenn es um die Sicherheit Europas geht, dass hier die OSZE auch entsprechend einwirken kann und Russland und die Ukraine doch noch an den Verhandlungstisch bringt. Danke. Die EU muss die Sprache der Macht erlernen, zitiert Lobatka Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen.